Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Together Ion. Hallo, wir sind in einer neuen Aufnahme und wir sind wieder raus aus Bash, nicht wahr? Wir sind aktuell noch draußen, ja, gehen allerdings auf jeden Fall nochmal rein, weil, ja, wir stehen davor. Ich habe mir auch jetzt mal jetzt im Zuge dessen, dass ich, warte mal, ich schalte euch für den sicheren Weg erstmal eintreten. Im Zuge dessen, dass ich einen Folgentitel gesucht habe für die Folgen, habe ich mir mal angeschaut, wie lange man gelaufen ist jetzt hier bis Bash. Und das waren doch schon ganze 7-8 Minuten oder sowas in die Richtung. Und ja, wir brauchen schon noch ein paar XP, das zählt jetzt alles erstmal nichts, bevor wir erstmal wirklich was anderes machen können. Und hauen halt eben nochmal. Es schadet ja zumindest nicht. Zumindest ein bisschen was, genau. Eben. Halt einfach nochmal 1-2 Folgen oder sowas in die Richtung nochmal ein bisschen was hauen. Wow. Kleiner Leck noch, aber ja gut, Anfang, Start, Auto, Aufnahme, da darf das sein. Okay. Ja, wie gesagt, beim Seelenheimer waren wir natürlich auch nicht. Das heißt, wenn wir drauf gehen, dann warten wir wieder so lange. Aber das macht ja nichts, das zählt nichts, das muss sein. Gehört dazu. Genau, das ist so in der Art und Weise. Kannst du auf jeden Fall mal vielleicht ein bisschen Buff-Food auf jeden Fall schon mal noch mit läuft mal alles. Dann geht das gerne. Buff-Food, achso. Ja gut, nee. Ja, eins halt. Und sonst weiß ich gar nicht. Habe ich noch was? Da hier, ich könnte mir ja da. Ja. Das wären halt, gibt ja hier die Tränke und das Essen und so weiter. Gibt ja nur zwei Buff-Foods eigentlich. Buffs kann ich hier leider keine geben. Ich selber hab nur die Buffs und. Ja gut, ja, der Offizier steht hier gar nicht so schlecht erstmal. Gut. Ja. Okay, okay. Das ist schon mal ganz ordentlich. Genau. So, ich werde auf Stern werfen. Wer hat das? Ach, hat der Assassine. Ja. Alles klar. So, ich werde jetzt direkt mal reingehen und werde mal den Margus, warte mal. So, wir machen das jetzt mal wirklich ganz strukturiert hier. Margus macht ja die Spiegelschild. Ja, genau. Deswegen gehe ich mal rein. Mache hier mal den hier. Und dann direkt auf den Legardus. Nun klar, weil du es bist. Ja, auf jeden Fall. Das ist kein gültiges Ziel. Hat mich im Zuge der Aufnahme auch im Vorfeld nochmal ein Stück weit informiert. Ganz kurz, dass wir ab 57. Oh, das war ganz schön knapp. Dass wir ab 57 alle täglichen Quests in Sarpan haben werden. Und deswegen brauchen wir halt noch dieses eine Level. Und es wäre ganz gut, wenn wir das Level noch schaffen würden hier drin. Energie der Rast und so, das läuft ja wieder alles soweit. Jawohl. Weiß nicht, so ein Tee, also, was du nicht mehr. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den letzten gefuttert in der letzten Aufnahme. Ja, ich fürchte schon. Okay, gut. So, mir hat dann auch nochmal irgendjemand einen Tipp gegeben, dass es wohl noch eine blaue Quest geben soll. Muss ich mal schauen. In Ingison oder sowas in die Richtung beim Stadtverwalter oder sowas in die Richtung. Gäbe es wohl eine blaue Quest, womit man, auch noch relativ schnell gutes Equipment noch ranbekommen könnte. Ich weiß nicht, kann sein, dass das neu eingepatcht worden ist, das kann ich jetzt nicht so sagen. Er meinte auf jeden Fall, ich habe sogar schon mein Level ab. Er meinte auf jeden Fall, dass es sehr schnell zu beschaffen wäre und man da nicht allzu viele Monster killen müsste. Wir werden es mal anschauen. Ansonsten haben wir ja sowieso, oder ich für meinen Teil, für uns beide. Oh mein Gott. Ah, okay, das ist nicht durchgekommen wegen deinem Silence. Da hast du sogar mal wahrscheinlich. Oh mein Gott. Oh, laufen? Oder willst du. Wir können auch. Ja, lauf, weiter. Ja, nee, dann komm du. Nee, okay, ich bin tot. Oh, schade. Du kommst nicht. Okay. Dann lauf. Lalalala. Ja, warum habe ich die jetzt angezogen? War das jetzt eine Patrouille oder was war das? Ja, ach so, ah ja, dort einer. Nicht so cool. Lalalala. Nicht so cool, schade. Naja, passiert, gerade wenn man quatscht, gerade wenn man quasi den Ausblick erklärt auf die anderen Folgen, wenn man abgelenkt ist, kein Problem, passiert jedem, mir ganz besonders oft. So, du wolltest aber weiter erklären, du kannst ja jetzt in aller Ruhe, müssen eh ein bisschen warten jetzt, dass deine Seelenkratze zumindest wenigstens ja, also, zurückgeht. Also wir werden das halt versuchen erstmal so zu machen, es ist natürlich auch immer so eine Sache mit dem, wie soll man sagen, ja, dass man im Let's Play, beziehungsweise Let's Play ist schon meiner Meinung nach irgendwie etwas anderes, als wenn man das so ganz normal spielen würde, ne? Weil man muss halt schon darauf achten ein Stück weit, dass man halt nicht allzu viele Wiederholungen hat. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Wiederholungen eigentlich schon drin, was eigentlich nicht ganz so geeignet ist eigentlich. Aber ich habe es ja im Vorfeld erklärt. Achso, ich habe hier eine neue Fähigkeit. Warte mal, ist das hier, was ist das denn hier jetzt für eine? Requiem der Böhm.
Jo, genau. Achso. Ist das irgendwas Neues? Nee, irgendwie nicht. Siehst du? Schmeiß ich das einfach mal hier rein. Hier, das habe ich auch noch nicht registriert. Knall des Schocks. Wo habe ich das denn überhaupt? Habe ich das überhaupt eingefügt? Nee, ich glaube, das habe ich gar nicht genommen. Ja, dann kann ich das hier mal hier oben reinmachen. Gehört ja mit zum Schock entfernen auf jeden Fall mit dazu. Kann ich mal hier noch die Rollen noch mit austauschen. Ich habe hier sowieso gerade noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Das ist ja das Ding halt. Gerade was haben wir hier? Melodie der Hoffnung. Das war, glaube ich, Mist gewesen. Deswegen habe ich das nicht mit reingenommen. Okay. Gut, ich denke, wir können auf jeden Fall auch schon mal wieder ein Stück weit weiterfighten. Ich muss erstmal hier nochmal, das hau ich mir auf jeden Fall nochmal rein. Gut, dann hau ich mal an, weil ich sollte ein bisschen mehr aushalten, dass ich erstmal hitte und du ein bisschen heilst. Ja, oder ja, was. Genau, mach halt das mal. Oder ich lade halt erstmal mein Skill auf und dann. Jo. Mach ich halt erstmal so ein bisschen Schaden. Okay, genau. So, ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal einen kleinen Mini-CC, ein kleines Zurückwerfen, aber auch nur für eine Sekunde. Aber kann vielleicht doch, ja. Schade, die Sekunde nicht sein, die ja ausschlaggebend gut ist. Machen wir erstmal die linke Seite. Was ich auf jeden Fall für uns an Equipment jetzt soweit erstmal vorhabe. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen was mit Karun machen. Karun ist meiner Meinung nach das Equipment, was man so PvE-mäßig. Ach, ich geh los, ja, du kannst weiter ziehen. Was man PvE-mäßig, wo man eigentlich am leichtesten rankommt, sagen wir es mal so. Es gibt dann halt noch viele, viele weitere Sätze, muss man dann halt teilweise allerdings auch noch in Instanzen reingehen und wir sind leider Gottes auf einem Server, wo halt nicht mehr allzu viel los ist. Das muss man halt auch so sagen. Kann ja mal nebenbei mal gucken. Schau mal nebenbei, ihr habt jetzt mal ganz kurz keinen Ton. Ja, ja, das liegt, ja, wie gesagt, wenn das Spiel nicht da ist, also mich dürfte er schon noch hören und ja, genau, sich selbst natürlich auch. Deswegen quatsche ich jetzt einfach, damit es so aussieht, als hätte er Ton. Und ich kann ja noch die Melodie ein bisschen dazu summen. Ach so, nee, Musik ist eh aus, ne, dann mache ich das eben trotzdem. Ah, nee, das war was anderes. Warte mal. Okay, also ich habe gerade nochmal geschaut, auf Baldur sind gerade aktuell 463 Spieler online, wir uns beiden natürlich dann zusammen mitgenommen. Davon ist allerdings ja, naja gut, kann man so sagen, das Verhältnis ist schon 300 zu 100 oder beziehungsweise 3 zu 1 kann man schon meistens so fast sagen. Das heißt, es gibt ca. 300 Elios und es gibt ca. 100 Asmos. Und diese 300 Elios, die jetzt auf dem Server sind, davon sind natürlich einige jetzt irgendwelche Twink-Chars oder sonst irgendwas oder beziehungsweise irgendwelche neuen Spieler gegebenenfalls auch. Das ist auch auf jeden Fall gut möglich. Ich werde hier auf jeden Fall auch gleich wieder reingehen. Warte mal. So. Okay, ich gehe hier wieder rein. Warte mal, machen wir erstmal hier den Speer. Machen wir als erstes erstmal. Ja, und wir, es ist natürlich dann wirklich sehr schwierig, dann halt, wenn du halt dann in Anführungsstrichen nur 300 Spieler hast, mit denen du halt irgendwie was machen könntest, rein theoretisch, dann ist mindestens auch die Hälfte davon nochmal irgendwo, schon in, ja, festen Organisationen drin oder sonst irgendwas. Und da ist es halt dann wirklich sehr schwierig, da halt irgendwie Gruppen zu finden. Natürlich haben wir jetzt auch gerade, gut, wir nehmen gerade hier im Hochsommer, fast, ja, kann man schon so sagen, Hochsommer, nehmen wir jetzt hier gerade auf. Natürlich ist da jetzt natürlich deutlich weniger los, wie jetzt im Winter oder sowas in die Richtung. Das muss man auch anerkennen. Aber es ist schon sehr, sehr wenig. Und es ist dann halt für uns, wird es meiner Meinung nach sehr schwierig werden. Und als wir das Let's Play auch pausiert hatten... Achtung, die Gratis von der Seite. Ja, ja, den nehme ich mir gleich. Als wir das Let's Play pausiert hatten, war ja auch in der Diskussion gewesen, dass ich es halt vielleicht gegebenenfalls auch alleine weiterführe oder sowas in die Richtung. Allerdings, ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig auf so einem, ja, alten und, man muss schon sagen, schwachen Server, dann halt alleine halt zurechtzukommen halt. Na, es geht halt doch schon deutlich einfacher, also jetzt hier, das hier, so wie wir das jetzt hier machen. Ich würde es wahrscheinlich, alleine würde ich es wahrscheinlich gar nicht schaffen, weil die Monster halt einfach zu stark sind, muss man ja so sagen. Also wir haben ja zu zweit, haben wir ja teilweise schon Probleme. Natürlich, irgendwann wird es funktionieren, wenn ich jetzt ein besseres Equipment hätte oder sonst irgendwas. Ich gehe wieder rein hier, Achtung. Mhm. Ja, genau, der falsche hier, geil. Ihr seid zu weit. Dieses Ziel, dies, euer Ziel, ach, du hast ist ne zu weit weg. Ja, du wirst. Ja. Oh, gib mir mal runter. So, ich hab ja, mal. Ja. So. Okay. So, okay. Tot.
Irgendwie haben wir das wirklich bei unseren Let's Plays immer so erwischt, dass wir auf so toten Servern sind, oder? Kann das sein? Jein, also TV ist belebt. Na gut, aber ja gut, natürlich, okay, ja, jetzt bei unseren LPTs halt. Ja, der, ja, genau, also na gut, da hatte ich mir ja mehr oder weniger, weil ich da schon angefangen hatte, den PvP-Server bei Star Wars ausgesucht hier. Gut, das war okay. Auch deine Wahl, aber das lag auch daran, weil du halt schon vorher da warst. Im Prinzip natürlich, haben wir halt die Server beide gewählt. Er bei hier, bei Iron, ich bei Star Wars halt, wo schon Leute da waren. Und beziehungsweise wo wir vorher schon gespielt hatten. Und naja, gut. Dass das jetzt nicht gerade die besten sind. Ich meine, PvP ist allgemein, oder nicht jeder mag PvP, zumindest Open PvP, also sprich, dass du wirklich im Gebiet mal eben hingehen kannst und einen wegklatschen kannst. Gerade wenn, ich sag mal so, wenn es also zu viele wären, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht, das LP da zu machen, dann müssten wir uns noch ein paar Leute dazu holen. Halt, also für Iron müssen sie sich hier auf jeden Fall was einfallen lassen. Ich hoffe, dass dann demnächst auch mal wieder ein Update kommt, dass man darüber, eigentlich wollte ich das 2015 nicht mehr machen, dass man sich darüber Gedanken macht, über jetzt eine Serverzusammenlegung. Mhm. Aber ich denke, das ist wirklich unausweichlich. Die Spielerzahlen sind so zusammengeschrumpft. Als ich angefangen hatte, waren das noch 2000 Spieler. Ich meine, wir sind jetzt, ich zeige euch jetzt mal, wann wir aufnehmen. Wir nehmen jetzt am 3.7. 19.30 Uhr auf, also auch schon ein bisschen in der Vorproduktion natürlich, ja. Jo. Es ist, ja. Wie gesagt, man es muss dazu schwierig. Sagen, ja klar, es ist jetzt, wie gesagt, 3.7.19.30, es ist abends eigentlich eine gute Online-Zeit für viele Leute, aber es ist halt Freitag, da gehen manchmal noch ein bisschen weg und es ist vor allem schweinewarm. Das stimmt allerdings, ja. Also wenn wir nicht aufnehmen müssten, ich für meinen Teil, ich würde mich jetzt momentan im Freibad lümmeln vielleicht oder wäre schon im Freibad gewesen, anstatt vorm Rechner, wenn wir nicht, was heißt aufnehmen müssten, wir wollen halt aufnehmen, wir wollen, dass halt das Let's Play in meinem Urlaub und auch in Duis kurzer Pause weiterhin durchläuft. Genau, bingo. So, und wie gesagt, dann beißen wir halt mal in den heißen Apfel, sauer ist er ja nicht, nur warm, und nehmen halt ein bisschen auf, ist wie gesagt... Klar, trotzdem, brauchen wir nicht schönreden, die Besucherzahlen hier auf Baldur sind nicht mehr so hoch. Tatsächlich, wie gesagt, auch als wir das Let's Play angefangen haben, waren wir ja schon mehr. Oder waren wir noch mehr. Das stimmt allerdings, es ist auf jeden Fall deutlich weniger geworden. Und das ist halt wirklich das große Problem, auch jetzt wirklich Richtung Equipment halt betrachtet. Deswegen darauf, das ist ja eigentlich der Kernpunkt und der Knackpunkt eigentlich an der ganzen Geschichte, dass man halt das wirklich gute Equipment in erster Linie in Instanzen bekommt, wo man Gruppen benötigt. Ne? So. Und da bekommt man halt wirklich das beste Equipment her, was man überhaupt nur kriegen kann. So, und das ist halt einfach eigentlich dem Grunde nach fast nicht möglich für uns, weil halt die Nachfrage halt nach sowas halt nicht wirklich gegeben ist, weil die Leute halt teilweise ihre Stammgruppen haben, das heißt, die kennen halt ihre Leute schon und das ist halt einfach so, das ist halt wirklich sehr schwierig. Können wir mal gucken, was gibt's hier aktuell? SMB Stammis bitte einsteigen, sage ich ja, also da fängt es ja schon mal an, dann TF Clary to go, das ist eine 6. Instanz, da kann man rein, DDs, Rendus, ab DBS Boss, ja da ist wohl scheinbar ein DD flöten gegangen, die suchen jetzt auch nur noch für 1-2 Minibosses, suchen die jetzt noch ein DD, ja bitte. Da ist noch ein Phantom, was du stehen lassen hast lassen. Achso, ja dann nehmen wir das noch mit. Und heil mich mal vorher bitte. Ja. Dankeschön. Also eine klingt auf jeden Fall gar nicht so uninteressant. Tank und Clary für Sauro. Ist eine relativ kurze Instanz. Kann man schnell laufen. Beziehungsweise wurde jetzt runtergepatcht. Aber das ist halt wirklich das große, große Problem halt aktuell in Iron. Zumindest hier auf Baldur. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen Servern aussieht. Ja, Moment, wo wir schon mal noch bei dem Server sind. Ich schaue nochmal ganz kurz. Wie gesagt, man kann ja, ich weiß nicht, da gibt es glaube ich auch extra, ich weiß nicht, inwieweit man an dieser Quelle halt auch so trauen kann. Ne? Das ist halt eine Exen, weil es keine jetzt offizielle Seite ist von Iron an sich. Aber im Grunde genommen kannst du ja, wenn du jetzt V ist das, wenn du da V drückst zum Beispiel, kann man zum Beispiel ein bisschen herausfiltern. Das heißt, wenn du da irgendwas eingibst, jetzt zum Beispiel irgendwie Stufe von 1 bis, keine Ahnung, 10 oder sowas in die Richtung. Du bist jetzt auf der Seite, Ergebnis ne? Aus. Nee, ich bin nicht auf der Seite. Ich bin jetzt hier einfach nur bei V. Kannst hier zum Beispiel die Spiele suchen zum Beispiel. Ach so, suchen, ja. Ja, also es gibt natürlich auch Leute, die sich dann halt natürlich als unsichtbar eintragen können. Dann erscheinst du dort halt natürlich nicht in der Liste. Jo. Aber, ja gut.
So, und jetzt hat man halt auf Balder sind es 472, Vihalla 416, Chromeda 882 und Thor liegt bei 1500. So, und das große Problem ist bei einer, ich mache hier nochmal meinen Browser nebenbei nochmal weg, das große Problem ist bei einer Serverzusammenlegung aktuell meistens immer dieses, was macht man mit den Namen, was macht man mit dem Housing-System, wo es halt auf so jedem Server eigentlich im Grunde genommen nur eine Karte gibt. Da kann man allerdings halt auch mehrere, keine Ahnung, es gibt gerade in den Anfangsbereichen gibt es ja mehrere Channels. Da kann man auch sagen, dass man mehrere Channels macht, ganz einfach, mal wegen den Channel für Balder oder sowas in die Richtung, dass man da die Server ein Stück weit vielleicht sogar noch erhält, sozusagen halt. Ja, und bei den Namen, die Namen, das ist immer eine Schwierigkeit. Man müsste dann, wie gesagt, es gäbe verschiedene Möglichkeiten, aber die sind halt alle nicht gut. Zu sagen zum Beispiel, ja, okay, der den Char als allererstes erstellt hat, der kriegt den Namen. Und der andere muss halt umbenennen. Oder aber, was weiß ich, wir machen eine Verlosung. Oder der zuerst seinen Namen oder seinen Namen bestätigt, hat Glück gehabt. Gibt mehrere Möglichkeiten, weil letzten Endes sind ja auch viele, sagen wir mal, inaktiv, die ihre Chars gar nicht spielen und den Namen deswegen gar nicht verwenden müssten. Beispielsweise jetzt. Ja, das stimmt allerdings. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten und Optionen, aber wie gesagt, sind alle damit zufrieden. Weil, wie gesagt, angenommen, wir würden halt auf einen anderen Server kommen und da rennt halt ein Black Mask und eine Dilani rum, müssten wir uns halt auch umbenennen, was natürlich für blöd fürs Let's Play wäre, aber letzten Endes, wir sind auch nur normale Spieler, müssten damit leben. Ich denke, wir könnten auch damit leben, das würde mich jetzt nicht so groß. Ja, keine Ahnung, du kannst einen Haken übers A machen oder irgendwie, keine Ahnung. Also halt, eine Zahl kommt nicht ran, das weißt oder du. Oder sowas in die Richtung, oder? Nein, ich hätte vielleicht noch ich habe doch genug Namen zur Auswahl. Das stimmt, ja. Ich habe genug Namen zur Auswahl. Meistens ja sowieso genügend Auswahl. Mein Repertoire, genau, ist groß. Richtig. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir hier mal so die Folge, genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, lasst ein kleines Feedback da. Daumen nach oben, wenn schön. Daumen nach unten, wenn böse. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.